Hi Frank Tausch hier, Filmkritik TV, mit eurer Wunschkritik zu Happy New Year. Oder wie man im Deutschen sagt, Happy New Year. Das erste Baby, das im neuen Jahr in diesem Krankenhaus geboren wird, gewinnt 25 Riesen. Die Wette gilt. Aber hallo. Und wie sie gilt. Komm Schatz, keiner gewinnt, wenn Schwangere loslegen. Wir sind mehr Promis als in der Entzugsklinik. Ich flippe aus. In Happy New Year taucht alle 20 Sekunden ein anderer Superstar auf. Egal, wer dein Liebling ist, er oder sie ist hier dabei. Viel Charaktertiefe bieten die allerdings nicht. Sie dienen lediglich dazu, die Handlung voranzutreiben. Dies ist keine direkte Fortsetzung zu Valentinstag, nur der gleiche Regisseur und die gleiche Formel. Ashton Kutcher hat hier auch eine andere Rolle. Der steckt übrigens gemeinsam mit Lea Michele im Fahrstuhl fest. Till Schweiger und Jessica Biel werden älter, allerdings mit jeweils anderen Partnern. Ein sterbender Robert De Niro wird von Halle Berry betreut. Catherine Heigl und John Bon Jovi lieben und streiten sich und arbeiten mit der Unterstützung von Sofia Vergara an einer Show. Und Zac Efron zeigt Michelle Pfeiffer den schönsten Tag ihres Lebens. Und du wirst nie darauf kommen, auf wen ausgerechnet der schöne Josh Duhamel, komplett unglaubwürdig, den ganzen Film lang wartet. Es gibt hier aber in der Tat zwei Höhepunkte. Zum einen Zac Efron und zum anderen die heiße Sofia Vergara. Du kriegst hier nebenbei bemerkt die penetranteste Werbekampagne um die Ohren geknallt, mit freundlichen Grüßen eines bekannten Hamburger Kosmetikkonzerns. Und Warner Brothers nimmt die Gelegenheit wahr, dich an den kommenden Sherlock Holmes-Film zu erinnern. Der Film versucht gar nicht erst, mehr zu sein als seichte Unterhaltung, und mehr Weichspüler als hier geht nun wirklich nicht. Das ist alles ein bisschen wie ZDF-Vorabendprogramm. Nett, sauber, gut gekleidet und extrem belanglos mit viel Zuckerguss. Auch Superstars müssen ihre Hypotheken zahlen und all das hat ja sein Publikum. Aber in aller Fairness und bei all dem Schmalz muss ich trotzdem sagen, dass Happy New Year nicht annähernd so unerträglich ist wie Valentinstag. Wenn es denn nun schon dringend einen Film über Silvester geben muss, vielleicht muss er dann ja auch aussehen wie dieser hier. Und freust du dich schon auf Muttertag, der Film? Was meinst du? Da wird jemand ein gutes neues Jahr haben. Vorsatz Nummer 2, überwältigt sein. Bist du überwältigt? Erledigt. Wen kriegst du denn um Mitternacht? Du gehst also ein Stück Pizza essen, ja? Und begegnest dabei womöglich der einen. Weißt du, wie man das nennt? Wahnsinn. Einen Glücksfund. Und damit schafft man nicht. Darum geht es an Silvester. Ist jetzt schon Neujahr? Der Streifen ist für alle freigegeben und startet in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 8. Dezember. Ich gebe Happy New Year ein C. Lass mich deine Gedanken wissen. Wie immer viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.